Die Woche beginnt mit einer großen Melone. Jetzt gibt's eine Portion Wildreis, einfach eingeweicht in kaltem Wasser. Für dieser ist jetzt 7 Tage alt. Und ja, dann mache ich ein bisschen Salz dran, ein bisschen Öl, ein bisschen Essig, ein bisschen Pfeffer. Und das ist quasi ein Reissalat ohne Gemüse, sondern halt nur der Wildreis. Aber wirklich nur Spuren von Öl, Essig, Salz und Pfeffer. Einfach nur, um so eine ganz leichte Nuance zu geben. Und das ist jetzt ungefähr so 2 Handvoll Wildreis. Und noch einen Teller Melonen. Jetzt gibt's hier erstmal zum Frühstück. Und danach gibt's Datteln und Walnüsse. Ach nee, das sind Walnüsse. Jetzt gibt es ein Bananeneis mit Dattelpaste und gekeimten Buchweizen. Großes. So, jetzt gibt's hier veganes Chili bei der Schwester von Hannah und lassen wir uns jetzt schmecken. So, jetzt gibt es hier Eis, Bananeneis und Bananenpfirsicheis mit Dattelpaste und ungekeimten Buchweizen. Und bei der Hanna gibt es jetzt das dasselbe mit Schokosoße. Und Erdbeeren. Meine erste Himbeerernte. Sieht gar nicht so viel aus, aber ich freue mich total. Himbeeren, ich liebe Himbeeren. Und wieder Bananeneis mit Buchweizen, gekeimten Buchweizen. Und auch wieder Dattelpaste mit da drin. Das gibt's ja. Jetzt gibt's eine Mango. Eine halbe Melone. Eine halbe Melone. Und weiter geht's mit einer halben Melone. Und wieder ein Bananeneis mit Datteln und etwas Ananas und gekeimten Buchweizen. Und jetzt gibt's wieder ein Eis. Also das sind echt jedes Mal so 8 bis 10 Bananen. Ja? Also ich hau derzeit ganz schön rein, was Kalorien angeht. Diesmal ist keine Ananas dran, sondern Himbeeren. Also Datteln, Bananen und Himbeeren und Buchweizen. Gekeimter natürlich. Zum Frühstück gibt's jetzt eine Staude Bananen. Das sieht immer gar nicht so viel aus, wenn man das so sieht. So, ach, eine Staude Bananen, das ist nicht viel. Aber das sind jetzt zum Beispiel 7 Bananen, die allesamt durchaus ein bisschen groß sind und ungefähr 150 Kalorien pro Banane haben. Das heißt, 750 sind ungefähr 1000 Kalorien, die hier liegen. Das ist mehr als die Hälfte meines Tagesbedarfs. Das tut man manchmal gar nicht so realisieren. Gerade ich, der immer sehr viel isst und sich dann wundert, warum er dann irgendwann mal so dick wird oder wurde. Bin ja nicht mal dick. Also, eine Staude Banane. Und jetzt gibt es noch eine halbe Ananas. Im Garten habe ich jetzt noch ein bisschen Grünzeug gegessen, noch ein paar Erbsen waren noch da, Himbeeren habe ich gegessen und jetzt am Abend gibt es noch eine große Schüssel gemischten Salat. Da ist Tomate drin, da sind Frühlingszwiebeln, Gurken, Chicorée, alles was noch im Kühlschrank irgendwie war und zum Salat verarbeitet werden konnte. Und am Abend gibt es wieder ein Bananeneis mit Datteln und Buchweizenkeimlingen. Und der Tag beginnt mit einem Smoothie. Ich ziehe mir jetzt 2 Gurken rein, das ist die 2. Und jetzt gibt es noch ein Glas Rotbete. Die ist fermentiert, also eingelegt. Und ja, hat meine Mama gemacht und das Glas Rotbete esse ich jetzt.